Habe ich das richtig verstanden? Bild und Welt, die ja beide zum Springer Verlag gehören, haben in den letzten Monaten ja ziemlich gegen die Wärmepumpen geschimpft. Die Wärmepumpe als letzte Entfremdung des Menschen vom Feuer. Wie die Wärmepumpe bürgerliche Kultur zerstört. Reicht unser Strom für Millionen Wärmepumpen? Wärmepumpenanalyse, Habecks Heizhammer bringt dem Klima fast nichts. Jetzt ist das Heizungsgesetz Ende September aber beschlossen worden. Heißt, die Wärmepumpe kommt über kurz oder lang. Und das hat jetzt scheinbar der Axel Springer Konzern auch akzeptiert und will wohl ein bisschen mitverdienen. Der Konzern ist jetzt eine Kooperation eingegangen. Nach dem Volksrasierer und dem Volksbier gibt's jetzt die Volkswärmepumpe. In der Anzeige steht, wenn es um nachhaltiges Heizen geht, stehen Wärmepumpen ganz hoch im Kurs. Wie war nochmal die Analyse der Bild? Naja, wenn es ums Geld geht, geht's halt bei der Bild frei nach Adenauer. Was kümmert mich mein Gehetz von gestern?